Mal gucken, was Trevor jetzt dazu sagt. Ich baue auch gerade mein erstes von Grund auf eigenes Schiff. Zwar ein kleines, einfaches, aber wird nice. Oder bin ich mal gespannt. Kannst du ja gerne dann auch nochmal auf Discord posten. Ich bin sehr, sehr gespannt über eure ganzen Schiffskreationen, was ihr so baut. Irgendwann komme ich da auch hin. Ich bin ja sehr langsam hier in dem Spiel. Ich gucke mir ja wirklich alles furzgenau an. Ich laufe dreimal irgendwo vorbei, weil ich die Orientierung verloren habe. So, Trevor. Trevor, ich hoffe, er kann was mit der Information anfangen. Ich hoffe, es war kein Fehler, Hank das zu überlassen. Ich hoffe auch. Warum Hank wohl so lange braucht? Frag mich mal. Ich brauche auch was länger, bis ich hier eine Quest weitermache, weil ich ganz viele andere Quests finde. Das ist schon seltsam. Warum sollte er das tun? Und warum kommt er nicht mit der Ware zurück? Da ist irgendwas faul. Ich habe mich umgehört, als du fort warst. Seine Kollegen meinten, er sei in letzter Zeit besonders, hänkig gewesen. Hänkig? Hat wohl geflucht, was das Zeug hält. Wegen der Arbeit. Und wegen den Kollegen. Er hat Sachen gesagt, die mich stark an seinen Absichten zweifeln lassen. Aber er ist nicht der Hellste. Hat ja heute auch schon hänkig. Sieh im Broken Spear nach, da geht er immer was trinken. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Was soll ich mit ihm machen, wenn er für den Diebstahl der Ausrüstung verantwortlich ist? Bring ihn erst dazu, dass er gesteht. Und falls das klappt, hol dir irgendwie das Equipment zurück. Wenn er sich weigert oder dir nichts verraten will, dann werden wir ihn den Behörden übergeben müssen. Die Security von Cydonia wird ihn ordentlich rannehmen. Aber womöglich spuckt er nicht aus, wo der Kram ist. Also kitzle wenigstens das aus ihm raus. Okay, soll ich Hank eine Abreibung verpassen, wenn er Probleme macht? Hey, wie du den Job machst, überlasse ich dir. Offiziell werde ich aber nicht sagen, dass du grob werden sollst. Aber er war in letzter Zeit mürrisch und ungewöhnlich reizbar. Falls die Situation also eskaliert, dann tu, was du tun musst, um dich zu schützen. Was würde Hank mit einer Ausrüstung tun? Ah, gute Frage. Hank ist ein komischer Typ. Passte nie richtig ins Team, blieb meistens vage. Dachte immer, dass er nach einem Kontrakt aufhört. Ein Typ wie Hank? Vielleicht wollte er sich auf dem Schwarzmarkt was dazu verdienen. Wirklich schwer zu sagen. Ich werde versuchen, ihn und die fehlende Ausrüstung zu finden. Denk dran. Das Wichtigste ist, dass wir herausfinden, wo das Equipment ist. Ja. Um Hank können wir uns später kümmern. Hank ist nicht wichtig. Wir dürfen es nicht aus Priorität, den Augen verlieren, Ausrüstung. Bevor es verkauft wird. Oder Schlimmeres. Und an welche höhere Macht du auch glaubst. Bete, dass die Fracht nicht im All abgeladen wurde. Vor uns liegt eine Menge Arbeit. Viel Glück. Das ist ein trauriger Blick gerade so. Wir möchten daran erinnern, dass es verboten ist, Prüfung beim Mond zu werfen. Bitte nutzen Sie autorisierte Abfallbehältnisse. Okay, also wieder nach ganz oben. Ach, geht doch nichts über frische Luft. Ja, frische Luftfilter, du sagst es. Moment, wir können mit Raum darf ich hier vorbei? Dankeschön. Hallöchen, Hank. Das ist mein erster Kontakt. Oh, verdammt, ich hätte vorher... Wir riechen uns. Wir riechen uns. Abspeichern. Nicht, dass ich irgendwas falsch mache. Also, falsch gibt's ja nicht in dem Spiel. Ich habe ein paar Fragen an dich, Hank, wegen der neuen Ausrüstung. Was hältst du vom Mining? Was, den ganzen Tag rumstehen und einen Cutter auf Steine richten? Es ist ätzend, aber leicht, also was soll's. Deutlich besser als mein letzter Job bei Chunks. Erzähl mir doch ein bisschen was über dich. Was? Was soll die bescheuerte Frage? Das geht dich überhaupt nichts an. Sorry. Ich mach nur Spaß. Aber im Ernst, ich will nicht über mich reden. Aber ich verstehe Menschen nicht, die etwas ernst sagen und am Ende des Satzes dann sagen, haha, das war nur Spaß. Und du sitzt dann da und denkst dir,
Aber ich habe überhaupt nicht gelacht. Danke. Ich habe ein paar Fragen an dich, Hank, wegen deiner Ausrüstung. Fragen, was? Ich kaufe dir erstmal ein Bier. Willst du mich abfüllen? Nein, zuerst reden wir. Ich will keine Ablenkung. Ich lasse mir normalerweise nichts von Leuten spendieren, die nicht mein Vertrauen genießen. Aber, klar, aber dann müssen wir reden. Wollen wir direkt ernst werden? Was? Kann man nicht einfach mal nett sein? Weiß also, nicht. Hab dich mit Trevor reden sehen. Was steckt jemand wie du die Nase in Sachen, wo sie nicht reingehört? Weil er mich gefragt hat. Ich versuche nur, Trevor zu helfen. Du wolltest die Ausrüstung holen, bist aber nicht zurückgekehrt. Lassen wir das. Du hast dir die neue Ausrüstung gegriffen, aber ich weiß nicht, warum. Wir glauben, dass du was mit der fehlenden Ausrüstung zu tun hast. Fang erst mal unten an. Genau. Stimmt. Vermutung. Ich wollte das Zeug nicht zurückbringen. Ich hab's genommen. Ey, er ist ehrlich. Weil ich es musste. Alle halten mich für eine Witzfigur. Und ich stecke in diesem Dreijahresvertrag fest. Kann mir nicht leisten, den zu brechen. Also, scheiß auf Damus, scheiß auf Trevor und die anderen Miner. Das Equipment war ihr letzter Strohhalm. Hat er dir das gesagt? Wir werden zum x-ten Mal die Quoten nicht erfüllen. Und wenn alle entlassen werden, schulde ich Damus nicht einen verdammten Credit. Sag dir was, du gibst mir die Ausrüstung und keiner muss davon erfahren. Das ist ein furchtbarer Plan. Und da du mir nun davon erzählt hast, werden sie dich einbuchten. Wie kannst du das deinen Kollegen nur antun? Gibt's für dich keinen besseren Weg, um aus dem Vertrag herauszukommen? Vielleicht können wir ihm dabei ein bisschen helfen? Nein, vielleicht. Weiß nicht. Es ist ja eine Verzweiflungstat. Das ist ein furchtbarer Plan. Wie kannst du es deinen Kollegen nur antun? Im Ernst? Du hättest dasselbe getan, wenn dich deine Kollegen nicht ernst nehmen. Nee, hätte ich nicht. Ich zeige ihnen ständig, wie viel besser ich bin als sie. Aber sie lachen bloß und lästern hinter meinem Rücken. Sie glauben, ich höre sie nicht. Tu ich aber. Sie sagen, ich wäre ein Angeber, der nichts drauf hat. Also leckt mich. Ich scheiße auf diesen Planeten voller verdammter Loser. Das ist ein furchtbarer Plan. Und da du mir nun davon erzählt hast, aber ich weiß nicht, ob ich ihn halt einbuchten soll, weil ich glaube, es ist halt eine Verzweiflungstat. Du gibst mir die Ausrüstung und keiner muss davon erfahren. Es ist seine letzte Chance. Ich glaube, er hat es in einem sehr schwachen Moment getan, weil er frustriert ist. Also ich glaube, es war eine Verzweiflungstat und deswegen versuchen wir mal noch freundlich zu ihm zu sein. Scheiße, ja. Du hättest mich einbuchten lassen. Alles wäre umsonst gewesen. Verdammt. Okay, du gewinnst. Ich zeig dir, wo ich alles versteckt habe. Guck mal, das ging doch schnell. Zurück. Aber halt bloß die Klappe, wie du es versprochen hast. Ich werde dich nicht ausliefern, versprochen. Ich will nur die Ausrüstung zurück. Okay, aber wenn du irgendeine Dummheit versuchst, dann geht's direkt zur Security. Falls du Ärger suchst, du solltest wissen, dass ich gut bewaffnet bin und mich verteidigen kann. Ja, ja, ich bin kein Idiot. Das stellt sich nur heraus. Einfach mit. Wir gehen raus. Falls es dich tröstet, ich traue dem Mann auch nicht. Ich behalte ihn im Auge. Mal gucken, ob er irgendwelche Dummheiten Mach versucht. Kein Ärger und kein Stress. Das sind alle möglich. Mit XP-Farm ist er jetzt Level 124. Ohne XP-Farm hatte ich Level 35. Na, wo führt er uns hin? Diese Frösche machen mich irgendwie glücklich, wenn wir hier vorbeilaufen. Okay, Hank, wir gehen hinterher. Hä, habe ich nicht auf Öffnen gedrückt? Ach, weil er jetzt vor mir war, ne? Nochmal. Nochmal. Aber er hat einen coolen Anzug. Cool rot. Ich bin schon mal bereit, sollte er uns jetzt gleich verarschen. Ich seh dich.
hast du das das versteckt? Hä, wo bringt er uns hin? Du hast das echt ganz alleine herausgekriegt? Ich dachte, ich war total vorsichtig. Es war so leicht. Trevor, der Boss, ist manchmal so krass laut. Und ich habe gute Ohren, also habe ich gehört, wie ihr über die Ausrüstung geredet habt. Ich wusste, wie wichtig das für alle ist. Und wie gearscht sie ohne sind. Und dann lässt Trevor mich das Zeug abholen, weil er dachte, ich zeige Initiative. Der Plan war echt perfekt. Bis ich kam wahrscheinlich, ne? Wo bringt er mich denn hin? Hallo? Ist schon echt schade. Ich hätte sicher richtig Kohle mit dem Zeug machen können. Was glaubst du? 500.000? 1 Million? Aber wo hätte ich es verkaufen sollen? Ich kann ja schlecht Paletten voller Meinung. Hast du nicht aufgepasst? Na, er wollte mir das ja draußen zeigen. Aber das ist ja ganz schön weit weg. Es wäre ein Albtraum gewesen, das Zeug loszuwerden. Und es zu zerstören, das wäre noch viel schlimmer gewesen. Ist ja fast alles aus Metall. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Ich hätte irgendwo ins Nirgendwo fliegen und es vergraben können. Es irgendwo in eine alte Mine werfen und einfach vergessen. Aber dann hättest du ein echtes Problem gehabt, oder? Gut, dass du mich vorher gefunden hast, was? Wie weit läuft er denn noch? Folge Hank. Okay. Sarah denkt sich auch, wo laufen die hin? So weit weg vom Schuss. Wir haben es fast geschafft, okay? Ich musste mein Schiff ein Stück wegparken, damit sie es nicht sofort finden. Ja gut, ja. Er hat halt sehr weit weggeparkt, ich erinnere mich noch. Nicht, dass ich so bald wieder zum Schiff Aber so weit? Ja, bis zum Schiff? Ja. Zurückgehen, ja. Ich meine, wir können das Schiff vielleicht wieder in den Hafen bringen und es jemand anderen entladen lassen. Aber es ist halt echt weit. Da vorne ist es. Also, siehst du's? Ne? Richtige kleine Reise. Warte. Jetzt reicht's. Dreh dich um. Sonst muss ich dir in den Rücken schießen. Es war so klar. Bring Hank zum Schweigen. Gut, dass wir vorher noch abgespeichert haben. Danke, Tobi. Ob das klappt mit dem Überzeugen? Wir müssen das nicht tun, Hank. Wir können das besprechen. Mich erschießen, aber warum? Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Das ist ja einfach noch nur Smalltalk, das untere. Du hast doch nicht etwa gedacht, ich würde dir alles erzählen? Doch, dachte ich wirklich. Und dich dann einfach so gehen lassen, oder? Eigentlich schon. Mann, du bist dümmer, als ich dachte. Ich versuche ihn mal zu überzeugen, okay? Nein, für unser Problem gibt's keine Lösung. Du weißt einfach zu viel. Verdammt! Oh nein, jetzt geht's los. Also. Ich bin empathisch. Das habe ich ja immerhin aktiviert. Ich weiß, dass du wütend bist und Angst hast, Hank. Reden wir darüber. Ich kann dir helfen. Es wird jetzt richtig hässlich für dich. Du rettest dich nicht dadurch, dass du mich tötest. Es verdächtigen dich auch andere Leute. Ich versuche es mal empath, weil ich diesen Skill halt aktiviert habe. Ich weiß. Sorry. Ich wollte nicht, dass das so läuft. Ich habe gedacht, ich hätte keine andere Wahl. Okay. Ich sag ja, er war halt frustriert. Smalltalk bei gezückter Waffe, ja, um ein bisschen den Druck zu erhöhen. Ich bin nicht hier, weil ich auf einen Kampf aus bin. Wir wollen beide nicht das Schlimmste riskieren. Guck mal, wie lieb der guckt. Du rettest dich nicht dadurch, dass... Achso, ja. Ich bin nicht hier, weil ich auf einen Kampf aus bin. Wenn du nichts machst,
und ich nichts mache. Dann kann ich ja jetzt doch nur noch das mit den 3 nehmen, ne? Weil mit 6 funktioniert ja nicht. Du willst wegen deiner Unsicherheiten die komplette Wirtschaft crashen? Das ist verrückt. Ich versuche mal das jetzt. Nicht, wenn ich sie überzeuge, dass du alles ausgehackt hast. Und wenn ich dich umlege... Ich verstehe das mit dem Überzeugen noch nicht so ganz. Au! Wo ist er hin? Ja, schade. Das hat jetzt halt echt nicht gut funktioniert. Ich bin nicht glücklich, dass wir ihn töten mussten. Ich lade das einmal. Einfach, damit ich überzeugen lerne, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil dann seht ihr mein Problem und... Nein, ne, mein Nein musst du nicht. Hauptsache, du erreichst die Punktzahl. Du kannst für 3 Punkte auch die 6 Punkte Antwort nehmen. Grün ist wahrscheinlich, Orange Mittel und Rot funktioniert eher nicht. Es kann funktionieren. Du kannst auch in-game was trinken, um die Erfolgschance zu erhöhen. Finde ich jetzt nicht überzeugend. Okay, ich versuch's nochmal. Ich versuch mal erstmal was zu trinken, mein Eben. Hilfe, ne? Bier? Erhöht Bier Überzeugung? Das ist alles nur Regeneration von Leben, ne? Wein. Beispielsweise Alkohol trinken, dann läuft sie direkt besser. Eine Zwiebel? Tomate? Ich hab nur ein Bier halt, ne? Aber da steht nichts. Also hier steht nichts bei, dass das irgendwie überzeugender wäre. Bei Fallout erhöht 3, Fallout 3 erhöht, ja stimmt, da hat Alkoholcharisma erhöht, ja. Kaffee? Du hast Weißwein. Wo habe ich denn Weißwein? Milch. Da! Weißwein. Ah! Überzeugende Chance für 3 Minuten. Okay. Clear. Nochmal schnell speichern. Direkt besoffen. Zack. Im Wein liegt Wahrheit. Der Schwindel liegt im Etikett. Wir versuchen es mal mit Wein. Der gute Wein. Der wird's regeln. Mann, ich hätte näher dran landen sollen. Ich speichere jetzt nochmal. Der Weg ist wirklich sehr weit. Ich muss bei Hank Ferraro immer an Ferrero-Küsschen denken. Wegen Ferraro, Ferrero. Naja, das klingt. Oh ja, okay. Klingt ähnlich. Noch, okay, neuer Versuch. Okay, jetzt reicht's. Ja, finde ich auch. Dreh dich um. Überzeugen. Nein, für unser Problem gibt's keine Lösung. Du weißt einfach zu viel. Moment, wir reden sofort. Erstmal ein Trinkback Bein schlürfen. Jetzt bin ich motivierter und überzeugender. Also Empath hat ja schon mal funktioniert, weil das halt mein Skill ist. Ich weiß. Ne, das klappt. Sorry. Ich wollte nicht, dass das so läuft. Ich hab gedacht, ich hätte keine andere Wahl. So, und dann... Dann hatte ich diese Antwortmöglichkeit eben anders. Ne, du rettest dich nicht dadurch, dass du mich tötest. Es verdächtigen dich auch andere Leute. Nicht, wenn ich sie überzeuge, dass du alles ausgehackt hast. Und wenn ich dich umlege, bin ich am Ende der Held. Jetzt habe ich doch verkackt, oder? Es ist noch nicht zu spät. Wir können die Ware zurückbringen und alles ist gut. Aber Rot ist ja kritisch, ne? Du bist dir ja ziemlich sicher. Wieso klappt das? Und du würdest mich nicht verpfeifen. Wieso klappt das denn? Verdammt, du hast recht. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Yes. Das war verdammt blöd von mir. Du weißt zu viel. Die ganze Idee. Hab sie kaum durchdacht. Ich habe echt geglaubt, das wäre meine einzige Chance. Ich will niemandem wehtun. Das war wirklich lucky. Wegen dem Wein. Und weiß nicht mehr weiter. Ich weiß, ich verdiene das nicht. Aber hilfst du mir? Ich brauche mehr Wein, ihr Lieben. Wo finde ich hier mehr Wein im Spiel? Wo hast du eigentlich so ein Schiff her? Darf ich etwa nichts Schönes haben, nur weil ich ein Miner bin? Das ist das alte von meinem Vater. Er hat es mir geschenkt. Es ist schon ziemlich alt und man muss einiges machen, aber ich wollte es nach und nach herrichten. Das war mein erster Testlauf.
Hey, soll ich dich etwa mit runterhängender Kinnlade abknallen? Woher soll ich wissen, dass ich dir noch trauen kann? Das stimmt, du hast mich versucht zu töten. Wenn du dich stellst, dann verspreche ich dir, dass ich ein gutes Wort für dich einlege. Klar, wir sagen, Piraten seien dir gefolgt und wollten dich berauben und du hättest sie abgewehrt. Ich versuche mal das Erstere. Das gefällt mir nicht, aber du hast recht. Wenn ich mich stelle, verschonen sie mich vielleicht. Vor allem, wenn du ihnen sagst, was hier passiert ist. Ach so. Gut, ich mach's. So ist es am besten. Und hey, vielleicht wird wenigstens mein Vertrag aufgelöst. Man muss wohl immer das Positive sehen. Das war eine kluge Entscheidung. Wir konnten ihn nicht einfach davon spazieren lassen. Cool. Erhalten Selbstbewusstsein. Hoffentlich gibt's bloß einen Rüffel. Bereust du deine Tat? Ja, schon klar. Du glaubst mir das sicher nicht, aber ich hab's echt verbockt. Ich war einfach so wütend, weißt du? Ich wollte mich an allen rächen, aber jetzt denke ich mir, wozu? Als würde sie das irgendwie aufhalten. Der Plan war total dumm. Und selbst wenn ich einen besseren gehabt hätte, was habe ich mir nur gedacht? Du warst frustriert. Das ist halt, war halt, ist halt scheiße gelaufen. Du bist mir wohl nicht gewachsen, was? Bitte? Soll ich ihn jetzt abknallen? Okay. Lief bei mir genauso beim ersten Versuch. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es hier nur zwei Möglichkeiten gab. Entweder töten oder verschonen. Denke ich. Hui. Fühle mich so langsam hier. Ich glaube, so auf der Oberfläche muss man schon irgendwie den Blick von hinten wagen. Dann hat man zumindest noch so das Gefühl, dass man hier so durch die Gegend schwebt. Juhu. Ich muss auf jeden Fall unbedingt mein Jetpack ausbauen, aber dafür muss ich endlich mal in einen Kampf reingehen, weil man doch während des Jetpacks 10 Leute töten muss. Erst dann kann ich mein Jetpack verbessern. Das kriegen wir aber noch hin. Wie schnell es hier wieder dunkel wird. Eben war es noch hell. Ach, Freya kommt. Nen spaziert. Jeden schwierigen Dialog First Try geschafft. In letzter Zeit war es hier ziemlich. Das ist sehr lucky. Das heißt sehr meistens, lucky, dass jemand was plant und wir nur noch nichts davon wissen. Genau, ich will ja nur nicht nur darüber informieren. Sergeant Booth zu Diensten. Wenn die Security irgendwie helfen kann, gib mir einfach Bescheid. Da bin ich. Einfach Booth? Einfach nur Booth? Ist das ein Spitzname oder so? Naja, auch nicht mehr als jeder Nachname. Freunde, Bekannte und andere Einheimische nennen mich Booth. Du nennst mich Sergeant Booth. Okay, gibt es in Cydonia viele Verbrechen? Nein, das weiß ich schon zu verhindern. Aber im Ernst, ich weiß nicht, ob alle einfach zu sehr mit der Arbeit beschäftigt sind oder ob es am Militär liegt, aber es gibt hier wenig Kriminalität. Gelegentlich mal eine Schlägerei unter Besoffenen, kleine Diebstähle und ähnliches, aber Cydonia ist ganz sicher kein Neon. Ich habe Leute mit roten Augen gesehen. Sollte mich das besorgen? Zombies? Naja, es sind keine Drogen, falls ihr das Sorgen macht. Es passiert einfach Minern und allen anderen, die zu lange im roten Marssand zugebracht haben. Ja, dann färben sich die Augen rot wegen dem Marssand? Kein Grund, sich mehr Sorgen zu machen als alle anderen hier. Früher war das mal ein Zeichen, dass jemand bereit für die Red Devils ist. Und manche Ex-Devils halten sich immer noch für wichtig. Die sind längst nicht so krass, wie sie glauben. Und wenn sich wieder mal einer aufspielt und Ärger macht, tja, dann stutze ich ihn zurecht. Henk hier stellt sich wegen des Diebstahls von meiner Minenausrüstung. Das stimmt. Ach,
da ist er ja. Ich habe das brandneue Equipment geklaut, das der Boss bestellt hat. Aber ich bin wieder klar im Kopf. Und weiß jetzt, wie scheiße das von mir war. Ja. Das war eine richtig miese Aktion von mir. Und ich werde jede Strafe akzeptieren. Ja. Stimmt das auch alles? Ja, er hat das... Ich habe zu tun. Moment, wenn du was fragst, dann gib mir kurz Bedenkzeit. Er hat das Verbrechen zugegeben und die Sachen zurückgegeben. Es ist kein Schaden entstanden. Ja, sperr ihn ein. Er wollte Deimos und die Wirtschaft von Sidonia zerstören. Er hat seine Tat eingesehen. Eine Chance kriegt er noch. Ey, tut mir echt leid. Ich werde meine Zeit absitzen und alles gut machen. Es passiert selten, dass sich Verbrecher einfach so stellen. Und da kein wirklicher Schaden entstanden ist, sollte er glimpflich davon kommen. Das wird man ihm sicher positiv anrechnen. Gute Arbeit und danke. Okay, dann buchten wir dich mal ein. Du steckst jetzt schon ziemlich in Schlamassel, also pass auf, dass du es nicht... Wir sehen, wie sie ihn einbuchten. Ich muss dir rechtzeitig helfen, bevor das zu einem Problem wird. Ach, da geht er jetzt ganz automatisch rein. Nur Sarah ist halt im Weg. Nein, tja, Sarah! In deiner gemütlichen Zelle hast du genug Zeit, über deine Entscheidungen nachzudenken. Okay, das war's. Das war die Konsequenz. Dann sagen wir doch mal Trevor Bescheid, was wir so herausgefunden haben. Oui. Ob ich heute noch ein Level-Up hinkriege? Ich bin schon gespannt auf die ganze Geschichte. Oh, und ich erst. Ich bin mal sehr gespannt. Ich hätte das mit Hank ahnen müssen. Hoffentlich lernt er im Knast seine Lektion. Ja. Nun, ich habe herausgefunden, was mit Hank und der Ausrüstung geschehen ist. Ja, habe ich von Booth gehört. Er meinte, Hank hätte die Ware gestohlen und sich nach einem Sinneswandel dann aber freiwillig gestellt. Wahnsinn. Ich wusste ja, dass Hank schwierig ist, aber sowas hätte ich nie von ihm erwartet. Immerhin kam er noch zur Vernunft, bevor er echten Schaden anrichten konnte. Ich werde mich um alles Weitere und das Equipment kümmern. Hier die versprochenen Credits. Und etwas Erz obendrauf, für das, was du für uns geschürft hast. Plus Bonus. Mit dem neuen Werkzeug holen wir das im Nu wieder raus. Das verdanken wir alles dir. Ohne dich wären wir aufgeschmissen gewesen. In den besiedelten Systemen gibt es immer und überall Söldner. Aber immerhin werde ich mit Credits vollgeworfen. Schon wieder 3000. Schon wieder. Okay, cool.